Oh ja, aber wir sind abgeschlossen. Sie sind ja auch. Es kommt aufs Präsidium. Des Plenums an. Die AfD-Fraktion zweifelt die Beschlussfähigkeit an. Das sieht aber ganz gut aus. Wir sind der Meinung. Also wir sind im Präsidium der Meinung, dass die Beschlussfähigkeit gegeben ist. Gut, dann bitteschön. Werter Herr Präsident, laut der Geschäftsordnung kann eine Fraktion bis zu Beginn der Abstimmung eine namentliche Abstimmung beantragen. Dies tun wir hiermit. Gut, also, dann machen wir eine namentliche Abstimmung. Ich unterbreche kurz die Sitzung und wir führen dann sofort eine namentliche Abstimmung durch. Für die dritte Beratung und Schlussabstimmung beantragt die Fraktion der AfD namentliche Abstimmung. Ich bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, die vorgesehenen Plätze einzunehmen. Es wurden 133 Stimmen abgegeben. Zur Beschlussfähigkeit sind jedoch 355 Stimmen erforderlich. Das Haus ist also nicht beschlussfähig. Infolge der Beschlussunfähigkeit hebe ich die Sitzung gemäß § 20 Absatz 5 unserer Geschäftsordnung auf. Ich berufe die nächste Sitzung des Deutschen Bundestages ein auf Freitag, 8. November, 9 Uhr. Die Sitzung ist geschlossen.